Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Weltneuheit hier auf dem Kanal der Battle Brothers, nämlich erstens einem Spiel ohne die gesamten Battle Brothers, nämlich nur mit mir, dem Unnahbaren, und zweitens einem Spiel, in dem es so mal richtig um die Wurst geht in Sachen Rush. Und zwar ist das hier ein Spiel, wo ich mit Chinesen auf einer kleinen Prärie gegen einen verdammt starken Briten spiele. Da müssen wir mal schauen, wie sich das auszahlt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Das ist schon alles. Ein bisschen herausfordernd, also gegen so einen zweiten Lieutenant als Briten. Ich weiß nicht genau, wie sich das so auswirken wird. Und allgemein muss ich ja sagen, ich habe auch ganz klar Defizite in Sachen Rush. Und das ist eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, der Grund, warum dieses Video überhaupt entsteht. Weil ich das Gefühl habe, da müsste man mal dringend arbeiten dran. Und das kann man nun mal am besten in einem 1 vs. 1, weil da logischerweise am verlässlichsten gerusht wird, sag ich mal. Und ja, genau, das ist gerade das, was ich hier versuche. Also, zu rushen. Schauen wir mal, wie das läuft. Das ist ein Free-for-All-Game, sprich also ein Game, wo die Statistik nicht mit reinzählt, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass ich gegen Leute auf einem ähnlichen Niveau wie ich, und ein zweiter Lieutenant ist natürlich sogar noch stärker als ich, relativ wenig Chancen habe, hier so in so einem Rush-Game, weil ich einfach auf die Art von Game bisher überhaupt nicht eingestellt bin und relativ wenig Chancen dabei habe, dementsprechend auch. Und ich will jetzt natürlich nicht 5 Games... in einer Reihe verlieren und mir damit meine komplette Statistik versauen, weil zwar ist dieser Hauptfeldwebelrang, den ich im Moment innehabe, in Sachen 1 vs. 1 definitiv nicht gerechtfertigt, aber er ist definitiv gerechtfertigt, würde ich zumindest behaupten, in Bezug auf 2 vs. 2 Games. Da haben wir auch schon durchaus stärkere Gegner in die Knie gezwungen, das heißt, ich denke also, das ist durchaus fair anzunehmen, dass ich also diesen Rang da auch verdient habe. Im 1 vs. 1 aber wieder halt eher weniger. Und genau das ist halt der Punkt hier, deswegen muss man ehrlicherweise sagen, dass ich hier momentan keine Chance hätte, wenn ich hier ernsthaft Ranked Games spielen würde. Die würden mir meine Statistik wahrscheinlich ziemlich übel versauen. Und das ist eigentlich auch völlig okay, dafür gibt es ja diese Free-for-All-Option. Gut, ich nehme mal an, dass sie dafür ursprünglich nicht erdacht wurde, wenn man ehrlich ist, weil sonst könnte man das ja auch bei 2 vs. 2 Games und so weiter machen. Aber so, jetzt müssen wir gucken. Ja, ich glaube, ich war ein bisschen schneller. Ja, war ich. Der wollte mir hier doch glatt die 140 Nahrung klauen, das wäre nicht so nett gewesen. Das ist schon ein ziemlich stronker Schatz und da würde man eigentlich ganz gerne den auch mitnehmen, wenn man darf. So, was haben wir denn hier? Ja gut, der hat natürlich das Wald- und Wiesen-Rush-Deck dabei, was man eben so als Brite hat. Jede Menge Ressourcenkisten und darüber hinaus halt noch Einheiten, 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 was geht halt. Wobei interessanterweise der Husaren nicht dabei hat. Das heißt also, ihm geht es ja eigentlich nicht so wirklich um Harassment, sondern er will einfach halt hier eine starke Armee aufbauen und mich dann damit in Grund und Boden hauen. Und schauen wir mal, wie gut ihm das gelingt. Also wie gesagt, ist schon ein sehr, sehr starker Spieler. Das heißt also, ich werde hier alles geben müssen. Das steht auf jeden Fall fest. Baust du auch weiter? Ja, wollte gerade sagen, wäre jetzt doch ein bisschen kacke gewesen, wenn du plötzlich beschlossen hättest, dass du jetzt eigentlich keine Leute mehr bauen willst. So, du sollst dahin gehen. Ihr drei geht Holz hacken. Wobei das vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, aber gut. Nee, das ist alles ein bisschen zu viel des Guten sonst. Ich würde zumindest gerne schnell ins Zweite kommen, sodass ich mir meine Schiffsladungen relativ schnell schicken lassen kann, sodass ich irgendwie eine Chance habe, jetzt hier gegen den Briten anzustinken, weil der wird wahrscheinlich relativ zeitig im nächsten sein. Und ein bisschen mehr Holz brauchen wir, aber sonst ist das hier alles ja irgendwie witzlos. 3-1 Holz ist okay. Würde ich zumindest so annehmen für den Moment. Das Sommerpalästchen kommt trotzdem ganz gut voran und ja, mit 6 Leuten an der Nahrung, das ist schon okay. Da haben wir unsere Heimatstadtladung, die wir jetzt im nächsten dann auch relativ bald brauchen werden. Als erstes müssen wir uns natürlich ein paar Einheiten schicken lassen. Gegen den Briten erscheint es mir nicht so sinnvoll, uns jetzt hier Kavallerie schicken zu lassen, weil der Brite wird höchstwahrscheinlich, naja, versuchen mit einer Kombination aus Langbogenschützen und Musketieren irgendwie halt Stunk zu machen. Also wenn ich mir das so angucke, dass er so wahnsinnig viel Holz dabei hat, wird es vermutlich doch eher Langbogen lastig werden, wenn ich mir das so angucke. Da waren wir nämlich kein Deutsch schneller als der Brite. Und das zeigt halt schon relativ deutlich, dass hier wirklich Not am Mann ist in Sachen Geschwindigkeit. Und wir holen uns jetzt auf jeden Fall als erstes mal unsere Chukunu.
die wir dann schon mal haben gegen mögliche sehr, sehr frühe Rushes. Gleichzeitig haben wir so ein bisschen das Problem, dass der Brite natürlich gleich sehr, sehr stark seinen Häuserboom ausspielen wird. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir da irgendwie mithalten können. So ein Häuserboom vom Briten ist natürlich absolut nicht zu unterschätzen und ich werde natürlich auch den Teufel tun, das zu tun, also ihn zu unterschätzen. Wir müssen jetzt aber vor allem erstmal schauen, dass wir zwei sehr, sehr relevante Sachen rauskriegen. Das ist nämlich einmal ein zweites Dorf und zum anderen ist das, also kein Dorfzentrum, sondern hier so ein überdimensionales Haus von den Chinesen und zum anderen ist das unser Konsulat. Denn unser Konsulat sorgt dafür, dass wir uns die Deutschen als Verbündete schicken lassen können und die Deutschen als Verbündete wiederum, die sorgen dafür, dass wir 30% günstigere Bannerarmeen kriegen. Und naja, was soll ich sagen? 30% günstigere Bannerarmeen, das ist halt schon durchaus eine relativ relevante Größe und deswegen werden wir natürlich auch versuchen, uns die möglichst schnell zunutze zu machen und möglichst schnell eben das Konsulat zu bauen, bevor wir jetzt viele Einheiten aufs Feld bringen, weil das könnte uns dann wiederum halt auf lange Sicht einiges an Kosten sparen, die wir eben anders nicht mehr reingeholt kriegen. Und ja, was denn jetzt, Leute? Himmelarsch, so schwer kann die Wegfindung noch nicht sein. Hackt halt da Holz, um Gottes Willen. Ansonsten, der Brite freut sich wahrscheinlich gerade, dass ich ihn ein bisschen in Ruhe lasse. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich, weil wenn ich ihn in Ruhe lasse, dann kann er natürlich in Ruhe seinen Herrenhäuserboom durchbringen. Man sieht es, er hat momentan schon 10 Punkte mehr als ich, was zum aktuellen Spielstand 20% entspricht. Und ja, das ist nun auch gar nicht so wenig, wenn man ehrlich ist, leider. Aber ja, der geht mal gucken, was hier so abgeht. Und sieht, dass wir natürlich Einheiten haben. Oh Wunder. Wenn wir jetzt noch keine hätten, wäre das auch ein bisschen kacke. Man sieht aber auch, dass wir nicht viele Einheiten haben. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er folgerichtig jetzt beschließt, okay, gut, jetzt müssen wir da gleich mal angreifen gehen, weil der muss ja irgendwas vorhaben, der Mann, wenn er so wenig Einheiten hat. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich irgendetwas vorhätte, aber ich versuche hier natürlich mein Konsulat aufs Feld zu bringen und damit halt irgendwie so ein bisschen meine Kosten für die Bannerarmeen runterzuschrauben. Die sind an sich schon sehr preisgünstig, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sie halt auch absolut nichts wert sind, so im Vergleich zu anderen Armeen. Und ja, deswegen sollte man halt vielleicht gucken, dass man das nicht unbedingt, na, ich sag mal, überreizt mit den Jungs. Man braucht halt wirklich, wirklich, wirklich eine absolute Überlegenheit, was die Truppenstärke angeht, sonst sind die einfach viel zu schwach. Und die bekommt man ja nicht so ohne weiteres. Das heißt, man sollte halt schon darauf achten, dass man seine Einheiten sorgfältig einsetzt und sie nicht wegwirft. Und das ist durchaus manchmal ein Problem. So, jetzt haben wir gleich die Deutschen als Verbündete. Wir sehen, das hier sind aktuell die Kosten und die sollten gleich ziemlich droppen nochmal. So, wir brauchen aber leider auch nochmal ein Dorf. Da hilft alles nichts. Aber dann geht das hier richtig los mit der Produktion von den Bannerarmeen. Dadurch, dass sie jetzt nochmal ein deutliches Stückchen günstiger geworden sind, es sind glaube ich keine 30%, auch wenn da 30% steht. Das müsste ich mal in Ruhe irgendwann ausrechnen. Die Ruhe habe ich jetzt hier aber logischerweise in einem 1 vs 1 nicht unbedingt. Ich werde euch dann irgendwann mal das Ergebnis meiner Berechnungen mitteilen. Aber wie gesagt, aktuell nicht die Muße dafür. So. Jetzt haben wir hier 10 Leute an der Nahrung und 13 am Holz. Und jetzt pumpen wir hier einfach halt schön Armee durch. Während der Brite natürlich schön seinen Häuserboom aufs Feld stellt. Ich denke, wir warten jetzt noch, bis die Armee da ist und vielleicht noch eine weitere oder so. Und dann gucken wir auch, dass wir hier mal so ein bisschen Randale machen gehen. Wir brauchen die schnellere Rekrutierung von Einheiten, glaube ich, als nächstes Mal. Wobei, nee, ich glaube, als erstes hole ich mir die 700 Holz. Damit kann ich mir notfalls auch eine zweite Kaserne bauen. Das heißt, ich denke, das macht sich tendenziell ein bisschen eher bezahlt. Erstmal einfach ein bisschen flexibler mit. So. Und hier haben wir schon die ersten gegnerischen Siedler. Und jetzt machen wir mal hier so richtig Party. So ist zumindest der Plan. Könntet ihr bitte da mit Party machen gehen? Das wäre sehr freundlich. Das würde mich sehr erfreuen. So, das sind aber eindeutig zu wenig Musketiere, was der Mann da aufgefahren hat. Also wenn er nicht bald hier ein bisschen
nachlegt, wird das für ihn sicherlich sehr knapp werden. So, da kommen schon Minutemen. Wir bringen hier schön weiter unsere Bannerarmeen aufs Feld. Müssen uns ein bisschen auf die Reiter hier fokussieren. Oha, gut, da kommen jetzt aber nochmal gut Leute angeschissen. Naja, das ist immer noch nix. Da stirbt hoffentlich bald mal der letzte Reiter. Da hat er sich nochmal Leute schicken lassen. Alter, nein, 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 das ist jetzt extrem ärgerlich. Hat natürlich jetzt einfach schon die höhere Produktionskapazität. Die Frage ist, ob er den Druck auch aufrechterhalten kann, den er hier mitliefert. Ihr seid auch zum Scheißen zu blöd, oder? Ich sollte da Zeug sammeln. Also, momentan habe ich hier noch die Übermacht. Und es würde mich natürlich auch durchaus freuen, wenn ich die behalten dürfte. Wir werden jetzt erstmal eine zweite Kaserne bauen. Und wir müssen gucken, dass wir seine Kaserne mal abgerissen kriegen. Eine Kaserne weg. Mindestens eine mehr noch unterwegs. Kann aber eher sein, dass er noch eine zweite hat. Also eine dritte. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo denn hier die Siedler des lieben Herrn abgeblieben sind. Da sind sie nämlich. Da ist dann auch die letzte Kaserne, von der ich sprach. Oha, da sind sogar nochmal zwei. Das ist natürlich nicht so lustig. So, alle Mann da ran. So, jetzt versagen leider auch meine ganzen Ressourcenkisten so allmählich. Ja, könnt ihr bitte da mit? Dankeschön. Was soll denn der Scheiß? Jetzt versucht er hier den All-In mit seinen Dorfbewohnern. Und ihr guckt mal, dass ihr da die Dorfbewohner geschlachtet bekommt. Baut ihr uns auch weiter Bannerarmeen? Ne, nicht so, ne? Schade eigentlich. Ja, guckt ihr mal, dass ihr da weiter ein paar Dorfbewohner getötet bekommt. Das ist jetzt alles, was wichtig ist. So, jetzt könnten wir uns das doch so langsam mal schicken lassen. Die da oben sind jetzt natürlich alle zum Tode verurteilt, aber vielleicht kriegen sie eben halt noch ein paar Siedler mitgenommen. Das wäre halt jetzt gerade schon ein bisschen relevant. So, ihr habt leider alles Holz weg. Das ist nicht so geil. Ich glaube, ihr geht jetzt mal hier rüber. Dafür produzierst du jetzt hierher. Und ihr geht auch mal hier rüber. Wir müssen hier schön weiter Stärke zeigen. Also eben schön weiter Schaden zufügen. Indem wir eben zum Beispiel hier so ein bisschen die Sichtweite reduzieren. Und anders Schaden. Was ist dein Problem? Mensch. Geh halt irgendwo anders Holz hacken, kann ja nicht so schwer sein. Oh, guck mal, da sind Siedler. Die machen so einen beschissenen Schaden gegen Siedler, das ist wirklich unglaublich. Okay, hier sind auch lustig, hier sind Goldkisten, ja wie nett. Dann schauen wir mal,
dass wir da die Leute umgebracht kriegen, bevor die alle Goldkisten ins Heim ins Reich geholt kriegen. Das wäre ja noch schöner, wenn die hier jetzt einfach unter meiner Nase hier ihren Scheiß wegsammeln könnten. Stattdessen werde ich, glaube ich, mal da einen Siedler hinschicken, der da mal guckt, dass er die Ressourcenkisten absammelt. Quasi zwar nicht mir, aber ich meine, man kann auch nicht immer um Erlaubnis fragen, nicht wahr? So, jetzt hätte ich ganz gerne im Konsulat noch hier diese deutsche Unterstützungsarmee. Wir müssen hier halt gucken, dass wir irgendwie auf militärische Stärke kommen. Ich weiß, dass ich mich hier gerade ein bisschen risikoreich mit seinen Gebäuden aufhalte, weil jetzt kommt natürlich gleich seine Hauptmacht da an. Aber die ist immer noch nicht stark genug. Dafür haben wir mittlerweile zu viele Leute. Ihr fokussiert euch mal weiter da drauf und ihr killt mal die Typen weg. So, und die Doppelsöldner, die müssen auch mal weg. So, und ihr haut weiter Holz und du baust mir bitte auch weiter Siedler, die Holz hauen. Und jetzt müssen wir uns da eigentlich nur noch durchschneiden. Und da sagt er GG und gibt auf. Und ja, das ist unser erstes kleines, aber feines Match hier im 1 vs 1 mit den Chinesen und ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und ja, ich bin mir absolut darüber im Klaren, dass hier noch einiges zu verbessern ist und dass ich hier definitiv mehr Multitasking und mehr Micromanagement und weiß der Geier, was nicht noch alles bräuchte, aber ich denke, für den Anfang war das hier schon mal ganz zufriedenstellend und ich denke, man hat ganz gut gesehen, was die Stärke der Chinesen ist, einfach Einheiten aufs Feld schwemmen, Einheiten aufs Feld schwemmen, Einheiten aufs Feld stellen und gerade jetzt mit dem Konsulat macht sich das halt wirklich bezahlt, dadurch, dass man einfach einiges an Ressourcen spart, die man eben dann zusätzlich in Militär stecken kann. Und ja, schauen wir uns noch kurz die Statistik an. Rohstoffe hat er mehr gesammelt bei weitem, wobei man auch sagen muss, dass er sich ein paar mehr kostenlose Rohstoffe geschickt hat. Ich habe mir dafür mehr Einheiten schicken lassen, also zumindest von der Wertigkeit der Einheiten sagte mir, dass meine teurer waren, was ich unlogisch finde, aber gut. Und man sieht aber, dass ich trotz der schlechteren Wirtschaft, was eigentlich zwangsläufig ist, ich meine, ich habe ja gegen den Briten gespielt, einfach besser mitgehalten habe. Und ich habe natürlich deutlich weniger Einheiten getötet, als ich Einheiten selber habe. Er hat mehr Einheiten getötet als ich, aber ich habe halt auch einfach ein Drittel mehr Einheiten gehabt. Wenn man das hier sieht, so die Bevölkerung Militäreinheiten. Ich bin zwischendurch hier einmal richtig abgeschmiert, aber ich denke, ich habe ihm auch ein paar Rohstoffe kaputt gemacht, indem ich ihm da einiges an Siedlern getötet habe. Man sieht also, er war zwischenzeitlich bei 42 Siedlern und ich habe ihn dann runtergebracht auf 30 und damit war er dann zeitweise sogar dann schlechter als ich. Und wenn wir uns jetzt mal die Rohstoffe anschauen, dann hatte ich ihn ganz zum Schluss tatsächlich dann auch auf meiner Rohstoffrate. Und natürlich ist er nach dem zweiten Total abgegangen, klar. Aber ich denke, das ist trotzdem relativ deutlich gewesen, wie man die Chinesen hier mal so ganz gut spielen kann. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen bei diesem Match. Und vielleicht kommen ja weitere Matches in dieser Art irgendwann in Zukunft. Macht's gut und auf Wiedersehen.